Ich bin die Valentina. Ich habe mich für die Ausbildung als Chemielaboranten bei der USAFAM entschieden, weil ich mich schon immer für naturwissenschaftliche Fächer interessiert habe. Ich bin die Michelle. Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, da für mich von klein auf klar war, dass ich in diesem Bereich arbeiten möchte. Von dir gefragt ist selbstständiges, engagiertes und verantwortungsvolles Handeln. Zielgerichtetes, analytisches und detailgetreues Arbeiten in einem vielfältigen Berufsfeld. Als Chemielaborantin setze ich Reagenzien und Lösungen an. Zusätzlich führe ich chemisch-physikalische Untersuchungen an Medizinprodukten und Arzneimitteln durch. Meine Aufgaben umfassen genaue Analysen, Qualitätskontrollen und verschiedene Messungen im Labor. Zuverlässigkeit, Kommunikations- und Teamfähigkeit zeichnen dich aus. Wenn du jetzt noch Interesse an physikalisch-chemischen und auch mikrobiologischen Untersuchungsmethoden hast, sowie gute Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern mitbringst, dann bist du hier genau richtig. Unser Ausbilder steht uns bei allen Fragen zur Verfügung. Ob bei schulischen Dingen oder auf der Arbeit bekommen wir Unterstützung. Die Vollpipette wird in die Lösung getaucht. Da müssen wir den Peleusball aufziehen, aufsetzen, das Druck auf den Druckpunkt, die Lösung in die Pipette ziehen. Innerhalb der zweieinhalb- bis dreieinhalbjährigen Ausbildung vermitteln wir dir gerne das notwendige Wissen. Eine gute Auge-Hand-Koordination und Geschicklichkeit solltest du schon haben. Dann bilden wir dich gerne weiter aus. Dann nehmen wir den noch mit dazu. Okay, Probe ist drin. Was brauchst du noch? Voraussetzung für eine Ausbildung bei USAFAM als Chemielaborant ist zumindest die mittlere Reife. Gerne auch ein höherer Schulabschluss wie Fachhochschulabschluss oder ein Abitur. Passt das? Dann freuen wir uns jetzt auf deine Bewerbung.